So, wir spielen Endzone, A World Apart. Nochmal liebe Grüße an alle, die dabei sind beim Release-Stream. Spiel ist in Early Access gestartet. 270 Zuschauer. Wir sind in der Siedlung, die wir vom letzten Mal übernommen haben, voransetzen. Das Safe Game war ladbar mit dem Early Access-Version. Das ist fast fertig. Hier haben wir die Ernte reingeholt, haben wir jetzt gemacht. Wir können die Bauern in andere Berufe umsetzen und können die nutzen für andere Geschichten. Zum Beispiel mehr Kleidung zu produzieren. Ein Schneider habe ich erhöht, ein zweiter Baumeister können wir, müssen wir nicht unbedingt einsetzen. Was wir machen können, ist, ich halte mal Ausschau, ob es möglich ist, dass wir bei den Ressourcen, bei der Nahrung, endlich mal eine Plantage bauen. Das wäre eine Möglichkeit, die langfristig sehr viel bringt. Und für den Bau brauchen wir, die ziehen wir auf. Wir schauen mal, wo Feuchtigkeit ist. Im Augenblick ist die überall gut. Die kann man eher an den Rand stellen, weil die wachsen über einen sehr langen Zeitraum, die Pflanzen. Das heißt Plantage, das ist mehr so eine Art Apfelbaumplantage oder Nussbaumplantage, also Gebüsche oder Bäume wachsen dort, also keine Bodenfrüchte. Und die wachsen viel länger als das normale Feld. Das heißt, die werden normalerweise bewirtschaftet einmal zu Beginn und dann immer, wenn die Ernte kommt, alle paar Jahre nur. Die Leute rennen da nicht ständig hin, deshalb können wir das eigentlich weiter an den Rand stellen. Und das, da müssen die Leute nicht ständig hinwetzen und deshalb müssen die Wege in die Mitte nicht so kurz sein. Ich ziehe hier mal eine auf. Hier stellen wir das hin. Ziehen wir eine auf. Es sind maximal 16, kann es breit und lang sein. Das wäre eine durchschnittliche Plantage hier zum Beispiel. Ich mache es eins hier nach links. So. Die Plantage hin, dann wählen wir noch die Frucht, die darauf entstehen soll. Da gucken wir mal, was uns bei dieser Partie zur Verfügung steht. Na, wo ist es denn? Wo ist denn die Frucht, die wir hier einstellen können? Wahrscheinlich müsste die Baufläche erstmal freigeräumt werden. Ich finde im Augenblick nicht die Anzeige, wo man die Frucht einstellen kann. Wo ist die hier? Da ist die hier unten, unterhalb von Arbeitskraft- und Produktionslimit. Hier müsste Saat wählen sein. Hier ist es nicht eingestellt. Dann wahrscheinlich deshalb, weil die Baufläche noch nicht freigeräumt ist. Muss die gebaut werden von einem Baumeister? Ja, als nächstes bauen. Das wird kein Feld sein. Ich denke, wir machen das über Baumeister. Ah, die Häuser, die Bäume müssen hier entfernt werden, deshalb. Dann tricksen wir mal. Es kann sein, dass es nur deshalb noch was dauert. Ich klicke auf Ausbau abbrechen. Und wir gucken mal, dass wir die wieder entfernen. Mal schauen, ob das geht. Einfach nochmal drüber und dann ist es wieder weg. Geht das? Geht nicht. Aufträge, Strahlung entfernen, abbrechen. Logistik. Straßen kann man entfernen. Gebäude kann man abreißen, aber man kann anscheinend Felder nicht abreißen, wenn sie einmal stehen. Das ist doof. Dann ist das so. Ich kann das nur durchlaufen lassen hier. Blöd. Könnt ihr mich alle gut hören? Ein Zuschauer schreibt, er hört mich schlecht. Könnt ihr mich gut hören? Alle schreiben, ich höre WB gut. Das freut mich sehr. Diese drei Bäume stören hier. Ich habe gerade reingehört. Du bist gut zu verstehen, lieber WB. Na dann.
So, wir nehmen noch mal Paprika. Wächst relativ schnell. Dann gehen wir hier rein in die Verteilung der Berufe und packen auch die Bauern noch mal rein. Ziehen dafür ein bisschen oben was ab. Und lassen weiterlaufen. Die Nahrung haben wir im Moment eigentlich genug. Das hätte ich gerne als nächstes gebaut. Oder ist das Lager nicht mehr voll? Zu voll ist das gar nicht. Zustand des Gebäudes, das muss repariert werden. Von Baumeistern. Der Zustand wird schlechter, ist nur noch bei Zustand des Gebäudes bei 32%. Das ist das älteste Gebäude. Die anderen sehen fit aus. Es geht so. Die älteren Gebäude müssen langsam repariert werden. Dann lass uns mal klicken. Achso, hier verändert man den, was die Baumeister machen, ob sie bauen oder reparieren. Die sollen erstmal bauen. Die sollen erstmal das Feld bauen, das andere. So, das ist das Feld. Das wird von den Bauern jetzt bewirtschaftet. Und das hier ist fast fertig. Ein Baum ist entfernt, die anderen Bäume sind leider noch da. Arbeitskräfte. Hier sind zwei. Scheinen die Bauarbeiter zu sein, die hier das abholzen. So, nochmal ein Blick hier rein. Schrottsammler. Da steht ja leer, weil kein Sch Die können kein Plastik gewinnen. Warum? Weil Arbeitskräfte fehlen. Warum fehlen Arbeitskräfte? Jetzt ist das Problem behoben. Und das ist die Schneiderei. Der fehlt es an Tüchern, ne? Die haben schon wieder keine Tücher. Doch, die haben drei Tücher. Die sollten die sich nur erholen. Spiel ist schon relativ schwer, Skalian, aber du bist ja hier, damit du vielleicht mitbekommst. Es hat schon der zweite geschrieben, dass der Ton sei schwer zu hören. Klinge ich so wie immer? Nochmal die Bitte an Panschan, an Marcel, dass sie das mal checken. Ich habe das richtige Mikro ausgesucht. Eben war es eigentlich der Fall bei meiner Testaufnahme, die ich gemacht hatte. Also, ich habe gerade mal reingehört, es klingt alles gut. Bei mir ist genauso, also Sehr, sehr schön. Ich sehe da keine Änderung. Es ist so wie immer und immer gut. Die Leute haben zu wenig Werkzeug. Das ist echt bitter hier. Also das Problem ist, dass wir zu wenig. Die Leute arbeiten ohne Strahlenschutz, sie arbeiten ohne Werkzeug. Das ist echt nicht gut. Wir müssen uns mal was überlegen. Nahrung haben wir ja eigentlich genug und Wasser. Wenn die Kinder erst dazukommen, ist alles gut. Hier entsteht. Ist das Mika? Das ist jetzt fertig. Und jetzt können wir die. Ach, hervorragend. Jetzt können wir hier die Saat wählen auch. Die Bäume sind entfernt. Es steht nur eins zur Verfügung: Pfirsiche. Erntezyklen 4 bis 8 Jahre. Nachwachszeit eine Saison. Wachstumszeit 5 Saison. Nehmen wir die Pfirsiche. Die entstehen jetzt hier. Und die müssen erstmal gepflanzt werden. Dafür sollten wir einmalig ein paar Bauern rüberstellen. Und das Feld hier, das sollte auch gesät werden. 4 Bauern reichen uns. Wir haben genug. Ich zieh mal, wir haben so viel Nahrung auf Vorrat, die Fischer ab.
Die Baumeister brauchen wir im Augenblick nur fürs Reparieren, weil die Gebäude stehen alle. Das heißt, ich gehe mal hier, ja, die reparieren dann von alleine. Ich gehe mal beim Lager auf als nächstes reparieren, bitte das hier. Und der Modus ist Bauen und Reparieren bei den Bauarbeitern. Und dann müssen wir uns aber dringend was überlegen. Wir haben sehr viele Siedler, die können wir noch in Berufe reinstecken. Wasser geht so. Wir haben demnächst einen trockenen Tag, eine trockene Saison, die sollten wir nicht so weit runterziehen. Wir wollen ein bisschen, aber was aber echt blöd ist, wir brauchen dringend Werkzeuge und wir brauchen dringend, ne? Die Leute haben kein Dach über dem Kopf. Das ist auch nicht gut, aber wir müssen erstmal diese Zuflucht bauen können. Wir brauchen mehr Leute, die hier arbeiten, die Stoffe herstellen, die Plastik herstellen, die Metalle. Wir haben riesige Mengen an Schrott. Wir brauchen noch einen weiteren Recycler. Das ist das Problem. Wir brauchen einen dritten Recycler. Und das geht's nicht. Und er müsste eigentlich hier reinpassen. Sobald diese Straßen hier abgerissen sind, die müssten mal abgerissen werden hier. Vorher kann man die nicht hier bauen. Das ist echt doof. Jetzt geht's. Als nächstes bauen. Entschuldige bitte kurz, aber eine Info möchte ich gerne mal an alle Zuschauer hier weitergeben, weil es gerade Thema im Chat ist und es wohl viele Leute betrifft. Also wenn der Chat nicht funktionieren sollte, wir können das leider aktuell nicht beeinflussen. Twitch hat da irgendwelche Sachen im Hintergrund oder das Routing dahin. Das tut uns leid, aber wir können es leider nicht ändern. Und ja, wenn die Soundprobleme auftreten, also wir haben gerade mal reingehört, es scheint wirklich irgendwie an der Verbindung zu liegen und nicht an der eigentlichen Aufzeichnung. Wir streamen ja jeden Abend im Augenblick und vielleicht habt ihr das mitbekommen, ihr wisst ja, ne? Wegen Corona, dass im Augenblick wahnsinnig viele Leute das Internet benutzen, Twitch zunehmend Probleme hat, weil die Leute halt wie verrückt Livestreams gucken, Fernseh gucken, sich ablenken, versuchen auf andere Gedanken zu kommen und deshalb gibt es bei manchen Leuten an manchen Tagen Probleme mit Twitch. Das kann nicht nur die Bildqualität beeinflussen, auch die Tonqualität. Hier geht alles raus, wenn ein nennenswerter Teil der Zuschauer, also die meisten, sagen, dass alles okay ist, dann sind die Probleme halt leider lokal bei denjenigen und bei deren Internetproblemen, Verbindung, dass es daran liegt. Das kann ich natürlich nicht beeinflussen, ich kann ja nicht bei euch nach zu Hause vorbeikommen und die Verbindung verbessern. Und das heißt auch manchmal, dass man im Chat nicht mitlesen kann, ich kann es nicht beeinflussen. Mystire meint, ich sollte doch mal vorbeikommen und mir alles anschauen. Wenn wir in den nächsten 20 Minuten das an Ressourcen sammeln, aus der Umgebung bekommen wir fette Belohnungen, 50 Kräuter und 30 Schrott. Naja, es geht schon. Da steht ja allen Ernstes, wir sollen 245 Holz einlagern. Dann bekommen wir diese Belohnung hier. Das ist so eine Zufallsquest, die wir reingespült bekommen. Die Kräuter sind gut, die hätte ich schon gerne. So, die Leute laufen hier wieder rüber. Immer mehr Leute arbeiten ohne Schutzkleidung. Die werden krank werden. Aber was soll man machen? Der ist immer noch nicht fertig hier, der Recycler. Wir haben einen Baumeister, wir können einen zweiten einstellen. Hier kann langsam gesät werden. Bepflanzungsgrad nimmt langsam zu. Ein Siedler haben wir jetzt noch übrig, zwei Baumeister eingestellt. Wasser reicht eigentlich aus. Viel mehr können wir nicht machen. Um die Belohnung abzugreifen, können wir nachher, sobald die Felder fertig sind, ganz viele Leute hier reinschicken in die Försterhütte.
wir, es ist mal wieder ein Kind zu einem Erwachsenen geworden. Bewachsung, 11% Bewachsung. Steht endlich hier mal der Recycler. Das wäre echt gut. Wir brauchen ganz dringend einen weiteren Auftrag. Hier entsteht Stoff, hier entsteht Plastik. Stoff mittlerweile bei 8. Plastik mittlerweile bei 2. Strahlenschutz bei 0. In der Schneiderei arbeiten aber 2 Leute. Mehr kann man nicht machen. Die Leute müssen jetzt halt ihr Zeugs bauen. Was wir machen könnten, wir könnten hier klicken auf aktiv Kohlenmasken herstellen, nur dafür bräuchte man Kohle. Die haben wir nicht, die würde länger halten. Wir können mal schauen, ob wir in der Nähe irgendwo Kohle finden, ob wir die irgendwo ausbeuten können. Aber ich fürchte, wir müssen eine Kohlerei bauen, um Kohle zu gewinnen. Und wir müssen im Augenblick erstmal gucken, dass wir nicht noch mehr Kinder in die Welt setzen. Das Wichtigste ist der Bau der Zuflucht. Alles andere bremst uns total aus. Wir können die auch schon mal setzen, glaube ich. Oder hatten wir die schon gesetzt? Nee, hatten wir noch nicht. Können wir hier hinsetzen zum Beispiel. Da arbeiten dann viele Leute. Hier können wir auch eine hinsetzen. Ja, das sieht auch gut aus. Müssen leider viele Bäume für abgerissen werden, aber dafür entsteht ja auch Holz. Das ist die Zuflucht. Baufläche muss freigeräumt werden, 5 Bäume müssen gefällt werden und all das hier muss dann dorthin gebracht werden. Dann können wir uns das natürlich knicken, dass wir die Holzquest erfüllen. Weil da wird jetzt 96 Holz gleich hingebracht. Die Leute, die das dahin transportieren, sind entweder die Baumeister selber, die machen das, oder die Siedler, also alle die Leute, die wir nicht in normale Berufe eingestellt haben, die sind dann als Siedler hier unterwegs und die unternehmen zum Beispiel zwischendurch den Bau von Straßen, wenn wir die eingestellt haben, oder bringen Dinge zu Baustellen hin, Zeugs, das man dort vor Ort braucht, oder füllen die Sammleraufträge ein, wie dieser, die diesen hier zum Beispiel. Bepflanzung 67%, Bepflanzung 15%, läuft, ist okay. Da ist aber sowieso gleich, ja, bei keinem Regen wird es noch weiter wachsen. Solange keine Dürre kommt, gab viel Regen vorher, das ist die Regenübersicht. Oh, hier ist es trocken, das ist auch eine, hier beginnt langsam die Trockenheit. Er kommt zu spät, dann gehe ich mal bei den Bauern runter. Das, ob die jetzt pflanzen oder nicht, das ist eigentlich Schnuppe. Ich gehe mal auf 2 Bauern runter und wir konzentrieren uns mal auf mehr Holz zum Beispiel. Ah, der 3. Sondiererplatz scheint fertig zu sein. Ja, der Schrottplatz steht. Nee, pardon, hier. Das steht, im Augenblick werden Stoffe profitiert, wir wollten aber bauen hier Metalle, wollten wir bauen, ne? So, jetzt haben wir, hier wird aus Schrott, hier wird aus Schrott hergestellt, wird Plastik hergestellt, hier wird aus Schrott Stoff hergestellt, hier wird aus Schrott Metalle hergestellt. Wir haben alle keinen Schrottsammler mehr, das geht langsam den Bach runter. Gehen wir bei den Schrottsammlern auf 3 rauf. Wasserträger aufs Maximum. Nahrung wird langsam ein Problem. Ein Fischer hoch, Baumeister gehe ich auf 1 runter. Ist, glaube ich, so ganz okay. Jetzt regnet es hier. Bepflanzung 16%. Langsam, obwohl die Bepflanzung noch nicht voll ist, beginnt es hier langsam schon zu wachsen. Wie sieht es aus mit unserer Zuflucht? Schaut mal. Hier werden fleißig die Bäume gehackt drumherum, die werden entfernt.
der Platz hier wird freigeräumt. Ihr seht hier, wie die Leute hin und her laufen und diese Dinge hier erledigen. Und andere Leute haben schon, die Siedler oder auch die Baumeister, haben die Materialien hier hingebracht, die man für den Bau der Zuflucht braucht. Seht ihr im Hintergrund, da laufen ein paar Rehe oder Hirsche umher. Die kann man jagen, die sind nicht zum Knuddeln naht. Es ist ja keine Streichelzoo-Atmosphäre. Der Regen, der runterkommt, ist gut, bringt zwar Radioaktivität, nicht alle Leute haben Schutzkleidung, aber hilft uns auch sehr dabei, dass hier alles wächst. Liebe Grüße an die Zuschauer, fast 300. Heute ist Release von End Zone A World Apart, Mini-Release. Das richtige Release wird, denke ich mal, wahrscheinlich Ende des Jahres sein. Jetzt startet in Early Access. Und genau. Nochmal der kurze Hinweis im Augenblick. Achten wir darauf, dass hier was geschieht. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das Spiel hier billiger bekommen. Bei Games Planet über einen Community-Gutscheincode. Die YouTube-Zuschauer finden den Link darauf in der Textbeschreibung des Videos auf YouTube. Und die Zuschauer auf Twitch, die werden von Marcel und von Punisher, von unseren Chatmods bekommen, die, wenn es sie interessiert, den Link, wo man das Spiel kaufen kann und einen Gutscheincode, wo der dann noch billiger ist. Ich verdiene dabei ein bisschen mit. Und der Hersteller, die Entwickler verdienen natürlich auch nicht grauer Markt, nichts Illegales, sondern eine ganz seriöse Geschichte. Langsam wird es hier dunkel. Na, wie lange braucht das Haus, bis es entsteht? Holz, Schrott, Plastik, Stoff. Baufläche ist mittlerweile schon mal freigeräumt. Dramatisch nehmen die Wasservorräte nach. Wir sind jetzt gleich und die keine Regenphase kommt noch. Die nimmt deshalb ab, obwohl ja Wasser runterfließt, weil wir jetzt in der Nacht sind und die Leute nur mit 50% an Effizienz das Wasser aus dem See holen. Und das führt schon dazu, dass der Wasservorrat absackt. Insofern sollte man uns überlegen, ob wir nicht gleich, weil die Bevölkerungszahl ja immer mehr ansteigt, noch irgendwie eine zweite Wasserquelle uns holen. Und da gibt es auch Möglichkeiten. Ich zeige euch das mal. Das hier ist ja die Zisterne. Wir können klicken auf Regenspeicher bauen. Das heißt, immer dann, wenn es regnet, es regnet ja eine ganze Weile, wird da einfach nur Regen eingesammelt. Das wäre eine schöne Geschichte. Oder hier Brunnen bauen. Das ist, dann machen wir uns unabhängig davon, ob Wasser kommt oder nicht. Die können wir hier überall platzieren. Die haben einen Radius, die dürfen sich nicht überlappen. Die kann man dann irgendwo hinstellen. Das wäre eine Möglichkeit. Oder halt hier Regenspeicher bauen. Auch nicht geregnet, das ist ja auch viel. Zumindest demnächst 3 Tage lang. Aber ihr seht auch, was man dafür braucht. 16 Holz, 30 Schrott und Plastik. Das Plastik brauchen wir so dringend für die Zuflucht. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Was wir machen könnten, wir haben Brunnen bauen. Für den Bau des Brunnens braucht man lediglich Schrott. Schrott haben wir eigentlich genug. Das können wir eher machen. Dann stellen wir mal ein, hier ist die Zisterne. Das Wasser wird ja vom Brunnen aus dorthin gebracht. Den Brunnen mal hier in die Nähe hin. Das ist eine gute Sache, schaut mal. Da können die hier durchlaufen. Perfekt. Wir können ihn sogar noch weiter nach links stellen, so weit wie es geht. Dann können wir rechts noch einen zweiten Brunnen hinstellen. Ja, perfekt. Das ist gut. Und ich bin sogar bereit zu sagen, als nächstes bauen. Das ist eine Priorität, bitteschön. Ein Bauarbeiter, wir packen mal einen zweiten rein. Sollen wir ein bisschen Gas geben? Also das mit dem Wasser ist echt blöd. Es wäre schön, wenn der Brunnen demnächst mal fertig würde. Allerdings ist die Nacht ja auch bald vorbei. Wie ist der Baufortschritt hier bei der Zuflucht? Wahnsinnig viel Schrott wird hier benötigt. Und viel mehr Schrott, als wir eigentlich haben. Also wir haben jetzt gerade echt ein Problem an der Backe. Die Bepflanzung hier bei 23%, 20%, hier bei 100. 3 Bauern. Wie fruchtbar ist es hier? Das ist okay. Also sobald die Zuflucht steht, setzen wir erstmal, gucken wir irgendwie, dass wir nicht, dass wir nach Möglichkeit nicht mehr so viele Kinder bekommen. Das ist echt krass, was hier gesoffen wird an Wasser und gefuttert wird an Nahrungsmittel. Die Siedlung ist zu schnell gewachsen. Das geht so nicht gut. Das funktioniert so nicht.
Hier stehen die kleinen Hirschlein. Wenn wir jetzt die Jagdhütte hätten, hätten wir gleich Frischfleisch. Wie geht's dem Brunnen? Einen weiteren Fischer packe ich hier mal rein. 544 Nahrung, 309 nur noch an Wasser, 2 Nahrung, keine Schutzmasken, Schrott, all der Schrott, der hier ist, wird im Augenblick zur Zuflucht gebracht und deshalb können hier kein Plastik gebaut werden. Können wir hier klicken auf Aufbau abbrechen, da wird alles aber abgerissen, das will ich nicht. Plastik wird da hingebracht, Stoffe werden da hingebracht, das ist soweit ganz gut, hier entsteht langsam alles. Holz ist noch nicht hingebracht worden. Was wir aber auch machen können, damit es ein bisschen schneller läuft. Wir haben ja Leute, die manchmal nichts zu tun haben. Wir können schon mal ein paar Straßen rüberziehen. Wir beobachten, wo die Leute im Augenblick langlaufen. Das ist ein guter Standort. Um weitere Straßen hinzustellen. Bitte eine Straße hinstellen. Jetzt kommt eventuell eine kleine Rettung. Es wird Tag. Darüber freuen wir uns total. Das bedeutet, dass die Leute wieder mit 100% Effizienz arbeiten. 12 Kinder, 25 Erwachsene. Sie sind alle happy, sind alle gesund und glücklich. Zuversicht ist hoch, Gesundheit relativ hoch, wenig Leute krank. Bislang haben wir keine Krankenstube bauen müssen. Erstmals über 300 Zuschauer beim Stream. Schön, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, das geht hier gut. Ich hoffe, das geht gut. Toi, toi, toi. Das ist der... Hier entsteht der Brunnen. Wasser bei 353. Also wenn der endlich mal fertig würde. Schrott ist da. Es fehlt nur noch jetzt. Das ist gut. Das ist ganz, ganz wichtig. Baufortschritt. Schrott ist da. Die Baumaterialien. Wir brauchen nur noch einen Arbeiter, der rübergewetzt kommt und bitteschön hier mal endlich baut. 2 Baumeister sind unterwegs, ein Sebastian, der ganz woanders ist, und noch ein Sebastian. So, jetzt habe ich die Faxen dicke. Was sind denn das hier? Ist anscheinend, wir haben 2 Orte, an denen gesammelt wird. Ne? Hier haben wir einen Sammelpunkt, glaube ich. Irgendwo hier ist noch ein Sammelpunkt. Hier steht ein Sammelpunkt für Pflanzen, für Kräuter. Das breche ich mal ab. Ich habe die Faxen dicker. Und dann haben wir noch... Hier rennen wir... Viele Leute rennen ja hier hin. Warum rennen die hier hin? Haben wir hier noch einen Sammelpunkt? Ich kann eigentlich keinen sehen. Sind wir bei der Entwicklung... Oder haben wir hier einen Schrotthaufen Platz? Also wenn, dann müsste der eigentlich sichtbar sein. Der müsste uns angezeigt werden. Ich dachte, wir hätten da mal einen gesetzt. Ich kann im Augenblick keinen sehen. Vielleicht ist das ein älterer... noch eingestellt ist. Highlander, danke an dir. Danke an dich. Du bist im 4. Monat hier per Abo unterwegs auf Twitch. Vielen lieben Dank. Also ich mache mir ein paar Sorgen. Ihr bekommt es ja mit. Die Zuflucht dauert, wenn wir die Zuflucht erst haben und dann das Bevölkerungswachstum dann ausgebremst ist, dann haben wir eine Hoffnung. Wir haben noch Glück, wenig Radioaktivität, Wetter ist gut, sprich es regnet. Wir kommen nicht irgendwie in so einen stabilen Zustand, wo wir mal eine Weile Vorräte aufbauen könnten. Wir müssen mal alle zusammen Daumen drücken. Notfall hilft immer Daumen drücken.